Der Content ist durch, Warlords of Draenor ist am Ende. Wann kommt endlich World of Warcraft Legion raus? So hört man das zumindest in vielen Foren und von einigen Bekannten, die sich dann ausloggen und ein paar Monate nicht melden. Ist der Content wirklich durch? Oder was kann man eigentlich noch in Warlords of Draenor machen, bis frühestens nächsten März World of Warcraft Legion denn rauskommt? Ich habe mal ein paar Ideen gesammelt. Möglichkeit 1: Die Quests nachholen, die man auf Draenor bisher nicht gemacht hat. Für mich bedeutet das vor allem die Jukebox-Quest, die ich mir jetzt vorgenommen habe, einfach um die Musikstücke meiner Garnison anpassen zu können. Oder die Auktionator-Quest, die sorgt dafür, dass wir einen Auktionshauszugang in der Garnison haben. Da müssen wir verschiedene Teile auf ganz Draenor sammeln oder im Auktionshaus kaufen. Ist noch schweineteuer. Eine andere Möglichkeit wäre, wer es für euch noch, von euch noch nicht hat, die Pfadfinder-Quest nachzuholen, um in Draenor fliegen zu können. Ist ein gutes Gefühl. Nächste Möglichkeit: Raiden. Okay, das tun jetzt die meisten von euch schon. Was ich meine, ist ein bisschen anders raiden, als ihr das bisher schon getan habt. Die meisten von euch raiden im normalen oder im heroischen Modus und haben wahrscheinlich im heroischen Modus noch nicht einmal Archimonde down. Rein statistisch. Wie wäre es einfach mit dem mythischen Modus? Habt ihr die ersten paar Bosse schon auf mythisch probiert? Die spielen sich ganz anders. Sind machbar, wenn man im heroischen Modus zurechtkommt. Also einfach eine Stufe höher raiden. Was wir letztens gemacht haben, was sehr viel Spaß gemacht hat, ist, dass wir die Schwarzfelsgießerei auf mythisch durchgeradet haben. Da spielen sich die Bosse ganz anders und man trainiert währenddessen noch die eigenen Fähigkeiten, um vielleicht dann eben doch noch Archimonde auf heroisch down zu kriegen, holt die letzten Prozentpunkte raus oder zumindest in Legion besser abzuschneiden. Und dann wären da noch, das musste ja kommen, Pet Battles. Haustierkämpfe in World of Warcraft wirken auf jemanden, der das bisher noch nie gemacht hat, total albern. Total simpel und total einfach. Tatsächlich ist es aber gar nicht der Fall. Je mehr man sich mit dem System Haustierkämpfe beschäftigt, desto mehr merkt man, wie komplex und umfangreich das eigentlich ist. Und ja, es macht einfach Spaß. Ab und zu zwischendrin, wenn man mit der Gilde chattet, ein paar von den Viechern zu sammeln, zu leveln oder sich die richtige Kombination zu überlegen, um die legendären Viecher davon im Tanaan-Dschungel zu schlagen. Ein paar Erfolge gibt's obendrein. Vollzeitbeschäftigung eher nicht. Aber wenn man mal gerade sowieso am Chatten ist, ist das ganz okay. Etwas, was statistisch auch die meisten von euch ignoriert haben. Es muss nicht zwingend Ashran sein. Aber Ashran macht, wenn man einmal verstanden hat, wie Ashran funktioniert, durchaus Spaß. Und es ist eine der von vielen PvPlern gewünschten großen Schlägereien sozusagen. Große Spieleranzahlen gegen große Spieleranzahlen. Ein bisschen so wie das alte Raktal damals. Da gibt es auch Flaggen einzunehmen und langsam vorzurücken. Und da kann man schon durchaus den einen oder anderen Nachmittag verbringen. Wenn man ambitionierter spielen möchte, wie wär's denn mit einem Arena-Team? Auch das ist immer noch sehr interessant. Und spielt sich auch ganz anders als in den vorherigen Erweiterungen. Schließlich hat sich die Klassenbalance verändert. PvP-Ausrüstung könnt ihr dabei auch erfarmen. Und wenn ihr einen Twink habt, der noch nicht so gut ausgerüstet ist, dann ist PvP-Ausrüstung auch völlig in Ordnung. Also, um damit sogar in Raids einzusteigen. Früher war alles besser. Das denken sich auch die Spieler, die gerade den alten Content nochmal erleben wollen. Dazu müsst ihr nur eure Erfahrungspunkte stoppen. Ihr geht also zum Beispiel zu, in Sturmwind ist das oben in der Burg, zu Basten, dem Erfahrungseliminierer. Und da könnt ihr für einen Quest euren Erfahrungsgewinn anhalten. Und das ermöglicht es euch, tatsächlich ein ganz anderes World of Warcraft zu spielen. Nämlich ein World of Warcraft, was eben nicht auf Stufe 100 funktioniert, sondern zum Beispiel auf Stufe 80. Und dann könnt ihr die ganzen Dinge aus Wrath of the Lich King noch einmal erleben, ohne auf Zeitwanderungs-Dungeons angewiesen zu sein. Ist eine spannende Sache. Aber nicht jedermanns Fall. Und wer auf einem Rollenspielserver spielt, der kann sich eventuell dem Rollenspiel dort anschließen. Das hat wenig mit Leveln und der Spielsystematik zu tun und benutzt World of Warcraft mehr oder weniger als Grafikinterface, um interessante Geschichten zu erzählen und die Welt mit Leben zu erfüllen.
und natürlich zuletzt Twinken. Jetzt ist die perfekte Gelegenheit, einen neuen Charakter anzufangen, hochzuspielen, zu üben, sodass ihr in World of Warcraft Legion perfekt mit ihm durchstarten könnt. Warum nicht einfach mal eine andere Klasse oder sogar ein ganz anderes Volk ausprobieren? Für all das, was ich gerade erzählt habe, gibt es natürlich die passenden Gilden da draußen. Und die zu finden und mit denen Spaß zu haben, ist natürlich auch eine eigene Aufgabe. Also, man muss nicht zwingend nur Erfolge jagen oder aufs Logout warten. Und was ist mit euch? Womit vertreibt ihr euch die Zeit, bis ihr endlich einen Dämonenjäger in World of Warcraft Legion erstellen könnt? Schreibt es in die Kommentare. Danke fürs Zuhören.